Es sucht der Paul für seinen Wintergarten was Grünes, was, wenn möglich, auch noch blüht. Wobei er statt der kleingeratenen Arten die riesenwüchsigen vorzieht. Herr Traun hat Paulchen wohl verstanden und das Gewünschte, wenn auch nicht vorhanden, bringt diese Flasche Speedy Grown in die gewünschte Dimension. Doch als Herr Traun zur Kasse schreitet, sich das Desaster vorbereitet, denn diese Wachstumschemikalie ist sicherlich keine Lappalie für Paulchens Schwanz, der darin liegt, der ordentlich was mitgekriegt von diesem Zeug, das riesenhaft sofort die Moleküle schafft. So ist's. Und Paulchen merkt es auch und wickelt auf den Gartenschlauch. Es eignet sich als Feuerspritze bei Feuersbrunst mit großer Hitze, bei aller Liebe doch nicht ganz. Ein langgezogener Pantherschwanz, denn außer, dass er selber brennt, bekämpft er nicht das Element. Zwar bringt das Wasser Linderung, doch neuerlich Behinderung. Der Butt bei seinem Biss nichts weiß von Paulchens riesig langem Steiß. Am Hügel dort bei den drei Eichen sieht öfters man eine Schlange schleichen. Sie sucht sich dort nicht nur die Nahrung, sie hofft auch insgeheim auf Paarung mit einem passenden Objekt, weil dieser Trieb halt in ihr steckt. So folgt sie Paulchens langem Ende verliebt und brünstig, sehr behende. Es heißt ja, Paul sie sofort gehen, versteht sich, und hat übersehen, dass Fensterputzer Manfred Schmied sich mitsamt Schwanz nach oben zieht, was, wenn auch reichlich spät empfunden, mit relativer Pein verbunden. Hat der Fensterputzer Schmied im Grund ein sonniges Gemüt, hat auch nichts gegen Schwänze, lange. Allein der Anblick einer Schlange, die sicher kommt, um ihn zu fressen, lässt ihn entfliehen, Pflicht vergessen. Wie soll er wissen, dass im Busen der Schlange Liebe lodert heiß? Sie will mit Paulchens Schwanz nur schmusen, was dieser zu verhindern weiß. Dann geht ein Licht ihm auf. Und dann malt er sein hinteres Ende an, mit einem grimmigen Gesicht, das sagen soll, ich mag dich nicht. Wow. Der lange Schwanz von bösen Hunden gebissen und arg ramponiert, darauf im Hospital verbunden, ist zwischenzeitlich auskuriert. Allein als Springseil, wenn auch kindlich benutzt, ist er noch zu empfindlich. Das Ding bringt nichts als nur Beschwerden, es muss ganz einfach kürzer werden.
Vielleicht bringt eine Heißbehandlung im Waschsalon ja die Wandlung. Ein Strumpf läuft ziemlich ein und ein Pullover ganz bei 90 Grad und mehr. Warum dann nicht ein Schwanz? Da geht er hin mit seinem Wuschelpinsel und eines Pudelherrn Gewinsel beweist ihm klipp und klar und ganz, es ist noch immer nicht der alte Schwanz.